Ich bedanke mich recht herzlich für die Einladung zum heutigen Tag und natürlich dafür, dass ich heute zu euch sprechen darf, ein Grußwort an euch richten darf. Es ist sicherlich nicht selbstverständlich, dass die Polizei vor den Linken unbedingt spricht. Es ist zwar nicht so einfach, innerhalb von 3 Minuten etwas zu sagen, aber ich denke mal, die 3 Minuten werde ich nutzen, denn ich denke auch, dass die Polizei bei uns im Freistaat Sachsen so einiges zu sagen hat. Die Schwerpunkte Ihres Landesparteitages, die liegen zwar heute in den sozial- und bildungspolitischen Leitlinien und weniger in der inneren Sicherheit hier im Freistaat Sachsen, aber so gut wie ich Enrico Gebhardt kenne, weiß ich, dass er für die Polizei etwas übrig hat und sicherlich das ein oder andere Wort auch über uns verlieren wird. Stichworte innerhalb Ihrer Leitlinien wie der demografische Wandel innerhalb des Freistaates Sachsen als Herausforderung und Chance hier im Freistaat Sachsen oder die Angleichung der Lebensbedingungen hier bei uns im Freistaat Sachsen an das Niveau der alten Bundesländer, das sind auch Themen, die uns in der Polizei bewegen. Das heißt, eure Themen, ihre Themen sind natürlich auch unsere Themen. Es ist, wie ich vorhin schon sagte, natürlich nicht selbstverständlich, dass ich hier stehe, dass ein Polizist hier steht und vor dem Landesparteitag der Linken spricht. Vielleicht wird es in Zukunft nicht mehr selbstverständlich sein, dass überhaupt noch ein Polizist auf der Straße mit Ihnen spricht und Ihnen noch mal einen guten Morgen entgegenwerfen kann, weil es keinen mehr geben wird. Es ist eine Frage, die uns natürlich bewegt, den einen von euch, den einen oder anderen von euch auch. Dem einen wird es vielleicht freuen, dass er nicht mehr angesprochen wird auf der Straße, den einen weniger, den anderen mehr. Doch dieser einfache Gruß, das einfache Guten Morgen, was ich euch heute entgegenschmettern durfte, faszinierte mich schon zu Beginn der Rede des Schriftstellers Uwe Tellkamp anlässlich der Festrede am 3. Oktober im Sächsischen Landtag. Dieses Guten Morgen, das kam von Uwe Tellkamp nicht geschwollen, es hatte einfach Substanz. Es war auch nicht geheuchelt, sondern es war ganz, ganz ehrlich von ihm gemeint. Doch genau diese Dinge, Substanz und Ehrlichkeit, die suche ich heute vergebens in der Regierung des Freistaates Sachsen. Tellkamps Motto, Dank an Sachsen, Nachdenken über Heimat, ging mir seit dem 3. Oktober nicht mehr aus dem Kopf. Ich versuchte, andere Wortkonstellationen zu finden, dort hinein zu interpretieren, die uns näher bewegen. Ich dachte so ungefähr an Dank an Merbitz, Nachdenken über Ulbig. Oder vielleicht doch lieber Dank an die Regierungskoalition und Nachdenken über die Sachsenwahl 2014. Doch dann fragte ich mich wieder, wofür soll ich mich denn eigentlich bedanken als Gewerkschafter der Polizei? Worüber soll ich eigentlich hier im Freistaat Sachsen noch nachdenken? Wir reden uns täglich als Gewerkschafter die Zähne locker über Personalabbau, über die auch im Jahre 2012 wieder gestiegene Kriminalität im Freistaat Sachsen. Doch am Ende sind doch sowieso immer die anderen schuld. Man kehrt schon aus Prinzip nicht vor der eigenen Haustür, egal wie hoch der Dreck liegt. Die Tschechen sind einfach zu blöd, die Grenzen dicht zu halten, damit das Cannabis-Problem nicht nach Sachsen schwappt. Und der einfache Bürger im Freistaat Sachsen, der ist sowieso zu blöd, sein Fahrzeug und seine Wohnung so zu sichern, mit mechanischen Mitteln oder vielleicht mit der geschaffenen künstlichen DNA. Nur, man selbst bringt sich mit diesen Attributen überhaupt nicht in Verbindung. Für mich ist das nichts anderes als eine krankhafte und ansteckende Sturheit unserer Staatsregierung, geprägt durch einen unvergleichlichen Sparwahn, den hier die Regierungskoalition an den Tag gelegt hat. Ich habe einfach den Eindruck, dass diese Krankheit immer mehr Verantwortliche, politisch Verantwortliche bei uns im Lande infiziert hat. Nur, dass sie sich nicht bei allen als die blanke Sturheit zeigt, als blanke Sturheit ausgebrochen ist, sondern teilweise auch bei dem einen oder anderen in eine andere vorgelagerte Art einer Krankheit, in der man vieles und auch Wichtiges vergisst. Vor allem Selbstverbocktes oder Selbstversprochenes. Ich nenne es einfach mal eine Art Amtsdemenz, die sich breit gemacht hat. Nachdenken über die Sachsenwahl 2014, das machen wir täglich. Und auch die Reporter vermelden das jetzt täglich. In den letzten Tagen
ergeben sich so die ersten Geschenke, welche, machen wir uns nichts vor, clever und gleichzeitig bösartig für die Beamten seit Jahren vorbereitet werden. Amtsdemenz und diese scheinheiligen Geschenke, das sind zwei Gedankenspielereien, die niemals Grundlage einer Politik sein dürfen. Und deshalb begrüße natürlich die Gewerkschaft der Polizei, ihren Einsatz für ein zukunftsfähiges Sachsen, für die Erhaltung der Daseinsvorsorge, denn wir Polizisten sind auch ein Teil der Daseinsvorsorge des Freistaates Sachsen. Wie sagte, da ich es heute sowieso mit den Schriftstellern habe, wie Uwe Tellkamp, wie sagte der Schriftsteller Edmund Burke, das Böse triumphiert allein dadurch, dass gute Menschen nichts unternehmen. Ich bin mir aber sicher, dass Sie in den nächsten zwei Tagen als gute Menschen vieles unternehmen werdet, um eine Änderung herbeizuführen. Der Freistaat kann und darf sich nicht mehr aus der Verantwortung stehlen. Und deswegen wünsche ich euch im Namen der Gewerkschaft der Polizei viel Glück für die nächsten zwei Tage, ein glückliches Händchen und einen angenehmen Landesparteitag. Dankeschön.